Hallo meine Freunde, euer Coach hier, Cecil. Ist es dir egal, dass alle 10 Sekunden ein Kind verhungert? Das sind ungefähr 9000 Kinder, ein volles Stadion, voll, jeden Tag. Das kann dir wahrscheinlich nicht egal sein. Können wir was dagegen tun? Ja, wir können was dagegen tun. Wie krass ist es eigentlich mit dem Hunger? Also könnte man das bekämpfen oder nicht? Wir sprechen heute, wenn dich irgendwas mit der Regierung aufregt, wenn dich in der aktuellen Situation irgendwas aufregt, schreib das mal bitte unten in die Kommentare rein. Was ist das Wichtigste an diesem Video? Das Wichtigste ist, diese Information zu teilen, weil das, was ich heute sagen werde zu der gesamten Situation, wird dich umhauen. Am Ende des Videos offenbare ich eine Zahl und du wirst es nicht glauben. Du wirst es nicht glauben, okay? Und es reicht einfach. Ich muss jetzt dieses Video machen. In der Gefahr, dass ich den Kanal nochmal verliere, habe ich schon mal. Ist mir jetzt egal. Ich sage nichts, was gegen irgendwelche Richtlinien spricht, sondern ich zeige hier nur verschiedene Berichte von den öffentlichen Medien. Also, alles ganz normal. Worum geht's mir allgemein? Es geht mir darum, dass die Regierung doch so an unserer Gesundheit interessiert ist. Und da habe ich einige Fragen. Wenn man so an der Gesundheit interessiert ist, kommt mir irgendwas ein bisschen komisch vor. Und wir fangen mal an beim Hunger. Bis jetzt sind schon 5,6 Millionen Menschen gestorben am Hunger. Okay, das sind 9 Millionen jedes Jahr. Das ist mehr als an AIDS, Malaria und Tuberkulose zusammen. Alle 10 Sekunden stirbt ein Kind an Hunger. Es sterben jeden Tag, das muss man sich mal vorstellen, ungefähr 24.000 Menschen. Das ist ein Stadion voll. Und ungefähr 9000 Kinder jeden Tag. So, und da wir ja so interessiert sind an Gesundheit und da ich irgendwie so in den letzten anderthalb Jahren komischerweise von den Regierungen immer irgendwas von Gesundheit gehört habe, aber ich habe irgendwie gar nicht irgendwas gehört, was wirklich mein Immunsystem jetzt zum Beispiel stärken würde. Oder ich habe an manchen Stellen irgendwie nicht so richtig mitbekommen, dass da ganz klare Richtlinien getroffen wurden. Zum Beispiel 8 Millionen Tote jedes Jahr durchs Rauchen. 8 Millionen Tote durchs Rauchen. Okay, das sind nur in Deutschland 127.000 Tote jedes Jahr. Wir können Flüge verbieten. Wir können verbieten, dass die Menschen auf die Straße gehen. Man kann verbieten, dass man sich zu nahe kommt, dass man in ein Geschäft geht. Wir können alles Mögliche verbieten. Aber wir verbieten nicht, dass 8 Millionen Menschen an Rauchen sterben. Wir können einfach ein Rauchverbot von heute auf morgen erlassen und alle bestrafen, die das dann trotzdem anbieten. Dann wird es wahrscheinlich trotzdem noch ein paar Schwarzhändler geben. Aber dann hätten wir schon mal, sagen wir mal, 7,5 Millionen weniger Tote jedes Jahr. Aber ich weiß nicht, ich habe da irgendwie keine Regulierung gehört. Oder wie sieht es denn mit dem Alkohol aus? 3 Millionen Tote durch Alkohol. Wie viel in Deutschland? Nur in Deutschland sind es 74.000. Okay, rechnen wir mal zusammen. Hunger, wir gucken mal später, ob das irgendwie, ob man das irgendwie schaffen könnte, finanziell das zu besiegen, den Hunger auf der Welt zu besiegen. Da sagen ja alle immer, nee, so einfach geht das nicht und spendet mal bitte, aber irgendwie schafft man das ja nicht. Okay, gucken wir gleich an. 9 Millionen plus 8 Millionen Tote durch Rauchen plus 3 Millionen. Das sind schon 20 Millionen Tote jedes Jahr. Okay, und jetzt rechnen wir mal so ein bisschen. Ich halte das Video wirklich kurz. Das Wichtigste an diesem Video ist, dass wir was machen können. Weil jetzt gerade in England haben die zum Beispiel auch erlassen, dass man für Junkfood nicht mehr Werbung machen darf. Das heißt, wenn das Volk, und wir sind das Volk, und die Regierung ist eigentlich mal dazu eingestellt gewesen, um das Volk zu vertreten. Wenn das Volk aufwacht, die Sachen teilt und zu ihrer Regierung geht und sagt, Moment mal, was ist denn hier los? Wie sieht denn das aus? Wie sieht denn das aus? Dann kann man was erreichen. Kann man. Aber wenn man zu faul ist, ein Video einmal den Klick zu drücken und einmal überall zu teilen, damit es mehr Menschen sehen, dann schafft man das nicht. Man schafft es nur, wenn man die Menschen aufweckt. Okay, jetzt gucken wir mal, was kam denn da so für Hilfen zusammen für unsere aktuelle Situation? Wir kennen das ja, habe ich schon ein Video drüber gemacht, 2020, danach ist mein Kanal gelöscht worden. Ich habe ihn mir zurückerkämpft. Ich will dazu nichts Großes sagen, ich will nur sagen, 750 Milliarden Euro konnten wir als Hilfe bereitstellen durch den EU-Gipfel. Super.
Was wird denn so in den USA gedruckt? Es wurden 20% der gesamten Geldmenge wurde in 2020 gedruckt. Wir haben so viel in den USA ist gedruckt worden. Und das, was ich jetzt sage, ist nur in den USA. Okay, jetzt haltet euch fest. Nur in den USA wurden 7,5 bis 9,6, sagen wir mal 9, 9 Billionen gedruckt. In den USA heißt das dann Trillion, auf Deutsch Billion. Okay, es wurden 9 Billionen gedrückt. Okay, ich rechne mal ganz kurz aus. Was sind 9 Billionen? 9 Billionen sind 9.000 Milliarden. Es wurden 9.000 Milliarden in einem Jahr gedruckt. Jetzt rechne ich einfach mal aus. Was sind 9.000 Milliarden geteilt durch 365? Es wurden jeden Tag knapp 25 Milliarden aus dem Nichts erschaffen, gedruckt mit einem Fingerklick. Wir wollen natürlich nichts durcheinander bringen, deswegen geben wir das hier nochmal ein. Der Zahlenname Billion steht im internationalen Sprachgebrauch für die Zahl 1000 Milliarden. Also das heißt, wenn 9 Billionen, was im amerikanischen Trillion heißt, also 9 Billionen wurden gedruckt, das heißt, es sind 9000 Milliarden. 9000 Milliarden geteilt durch 365 sind knapp 25 Milliarden pro Tag. Und jetzt denkt man, okay, Cecil, hört sich viel an, aber den Welthunger zu besiegen, Cecil, das wäre viel zu teuer. Und das zeige ich euch genau jetzt. Wir bräuchten, und jetzt ist es wieder andersrum, weil im Amerikanischen heißt Billion Milliarde, in Deutsch, man bräuchte 30 Milliarden pro Jahr, um den Welthunger zu beenden. 30 Milliarden. Und wir drucken, oder nur die USA hat pro Tag 25 Milliarden gedruckt. So, und die USA gibt jedes Jahr nur für die Verteidigung 660 Milliarden aus. Das sind die Zahlen. So, und da fragt man sich, wenn die Regierungen wirklich so interessiert sind an unserer Gesundheit, warum sehe ich dann nur Berichte in den Medien, dass ihr euren Kindern Zucker geben sollt, dass ihr länger lebt, wenn ihr Alkohol trinkt, ein dicker Bauch gut ist für Diabetes? Alles hört ihr da draußen, okay? Alles. Also wirklich alles, was genau das Gegenteil von dem ist. Wenn es irgendwie um Vitamine geht, wird alles schlecht gemacht, okay? Kühnerst bei den Grünen sagt, man muss die Vitamine regulieren. Aber wenn man einfach auf die Verzehrstudie guckt, dann sieht man, dass Großteile der Bevölkerung einfach Mängel haben. Und jeder, der einmal zum Labor geht und nicht nur das große Blutbild macht, sondern einmal wirklich alle Mineralstoffe, Aminosäureprofil, alle Vitamine testet, der weiß, dass er ziemlich höchstwahrscheinlich sehr, sehr viele Mängel hat. Okay, ich habe in 20 Jahren noch nicht ein perfektes Blutbild gesehen. Ich habe neulich auch eine Blutuntersuchung gemacht und ich ernähre mich schon extrem gesund, muss ich ein eigenes Video drüber machen. Und selbst ich hatte Mängel. Und wenn ich Mängel habe, kann ich sicher sagen, dass der Großteil der Bevölkerung da draußen große Mängel hat. Okay, das hören wir nicht. Deswegen unbedingt dieses Video teilen. Es ist so krass. Und man kann nur was erreichen, wenn man die Regierung dann darauf anspricht. Warum hat mein Gesundheitsminister nichts mit Gesundheit zu tun? Er ist Bankkaufmann. Warum habe ich da nicht jemanden, der sich mit Gesundheit auskennt? Okay, so, man muss einfach aufwachen, man muss das teilen und man muss gucken, dass man das rausbringt, damit das Wort immer lauter wird, damit die Politiker irgendwann nicht mehr sagen können, ist irgendwie schlecht zu erklären. Weil wo habt ihr das mal, ich meine, das hat mich jetzt 20 Minuten Recherche gebraucht, diese Zahlen herauszufinden, okay? Ich verlinke alle Berichte unten, könnt ihr selber recherchieren. Das hat jetzt nicht so lange gedauert. Aber habt ihr schon mal gehört, dass das angesprochen wurde? Nein. Warum nicht? Ist eine Katastrophe. Okay, deswegen lass uns das teilen, lass uns die Menschen aufwecken und lass uns die Regierung, wenn ihr das nicht toll findet, und ihr könnt ja alles reinschreiben unten, was ihr nicht toll findet, lasst uns die Regierung damit konfrontieren, weil es ist eigentlich so gedacht gewesen, dass die Regierungen der Länder das Volk vertreten. Okay?
Das war es erstmal für dieses Video. Ganz kurz, die Zahlen sind einfach nur Schock. Ich bin geschockt, weil man hört ja über die Gelddruckerei, Gelddruckerei, Gelddruckerei. Und dann denke ich eigentlich, was ist eigentlich mit den 9000 unter 5-Jährigen, die jeden Tag sterben? Heftig, okay? Deswegen teilt das unbedingt und guckt unbedingt einmal unten in die Kommentare. Schreibe ich rein. Das Video, was ihr unbedingt gucken müsst, um euch aus diesem System abzukoppeln. Okay, es ist wirklich ein Muss. Das war es erstmal für heute. Ich bin wirklich geschockt. Bis dann, euer Coach Cecil.